Die Stimmen, was ist das? Aber guck mal, Fanta. Nein, auch keine Fanta. Aber Fanta. Nein. Eis? Nein, auch kein Eis. Eis. Wir sind glücklich. Bromme. Nein. Kalippo. Halt's Maul. Pussy. Okay, das geht zu weit. Selber. Nein. Doch. Oh mein Gott, hör auf. Wir sind cringe. Cornetto Haselnuss. Nein, das ist Schokolade. Aber Haselnüsse sind gesund. Da hast du allerdings recht. Wir könnten ja... Einmal lecken. Genau, ja, einmal nur lecken. Okay, lecken nochmal. Dabei bleibt? Okay, ja. Nein, das ist ungesund. Deine Mutter ist ungesund. Wow. Das geht zu weit. Das wissen wir. Magnum Classic. Wenn uns jemand hört. Aber Erdbeere geht doch. Nein. Digga! Die Stimmen werden lauter, BRD. Deine Mutter ist ungesund, da war bei mir vorbei. Hast du gesehen, dass Feastable es jetzt auch in Deutschland zu verkaufen gibt? Schau mal, Mr. Beast, ich hab's gesehen. Bro, ich werde mir alles voll kaufen. Ich werde 500 Euro Mr. Beast Schokolade kaufen, jeden QR-Code scannen und dann irgendwann die Chance haben, mit ihm in den Freizeitpark zu gehen. Oh, oder das ist fake. Kann sein, dass auch fake ist. Man weiß nicht mehr bei Mr. Beast. Man weiß nicht. In Germany, and to celebrate, I'm gonna rent a theme park in Germany and invite random people to ride theme park rides with us. I'm not gonna look. I don't wanna look. We're about to plummet. Oh, they're dropping! Just like these bars in Germany. Wo ist das? Das ist Europa Park, oder? Das ist Europa Park, diese neue Achterbahn, oder? Candy Corco, terms and conditions are down below. Oh, is there another drop coming up? Nee? Hä, wo ist das dann? Es muss ja irgendwo in Deutschland, also es muss ja entweder Europapark, Phantasialand oder Heidepark. Oder nicht? No, probably not. What the frick? Digga, was ist das für eine Meldung? In Germany. Just go to your local Edeka and Netto. Buy Feastable Skinny. Edeka und Netto. Ey. Mal schauen. Tag 1 von einem Random Prank Bros Edit, dass ich in den Hugo Chat. Oh nein, nicht schon wieder so einer mit Tag. Leute, was gedacht? Ich bin's Kelvin und heute werde ich Marvin verarschen. Freundin bin, bin gerade nach Hause gekommen. Und ich hab mir gedacht, ich werde ihn aufwecken. Und zwar diesen China-Böller hier. Und zwar werde ich mal schauen, wie Marvin reagiert, wenn er dann auf. Digga, ist das krass, ist das krass. Digga, das waren doch keine Pranks, Bro. What the fuck? Du, das könnte dein Leben vereinfachen. Wird dieser Roboter dein gesamtes Leben verändern? Dieser Roboter soll deine Wäsche waschen oder die Spülmaschine ausrollen. Und du kannst dann all das tun, worauf du Lust hast. Vor wenigen Tagen hat die Firma OneX Neo vorgestellt. Neo ist rund 1,75 Meter groß. Digga, kann der mir auch? Ich frag nur. Könnte der rein theoretisch, weil der hat ja Fingerspitzengefühl, um Gläser rauszuholen und Wäsche, keine Ahnung. Kann der mir einen runterholen? Und 30 Kilo schwer. Und er sieht ein bisschen aus... wie wir, nur halt ohne Gesicht. Und er gibt mir Squid Game Vibes. Aber Neo ist auch anders als die anderen Roboter. Denn er soll nicht in der Industrie tätig sein, sondern für uns, dich und mich, in unserem Zuhause. Und dort soll er uns helfen, fast wie bei Detroit Become Human. Deswegen ist er auch etwas sanfter gebaut. Zumindest trägt er einen Stoffanzug, damit er uns nicht aus Versehen wehtut. Meist bewegt er sich dann im Schritttempo, kann aber auch bis zu 12 km/h schnell sein. Was? Die Firma OneX operiert in Norwegen und ein großer Anteilseigner ist OpenAI. Ja, richtig. Das Unternehmen, was ChatGPT entworfen hat. Kosten soll Neo dann so warum, viel... Warum redet Herr Anwalt in dem TikTok so, als würde ich gleich einschlafen? ...wie ein Kleinwagen. Die Entwicklung... Er erzählt gerade Gute-Nacht-Story. ...von Neo wird aber noch... Warum stehst du nachts auf? Da steht der Motherfucker in der Küche und räumt den Geschirrspüler aus. Der ist doch geil. Digga, Retalk, ich stell mir das richtig geil vor. ...ein paar Jahre dauern. Aber dann könnte er dein Begleiter zu Hause sein. Und vielleicht wird Detroit Become Human ja dann Wirklichkeit. Was hältst du... Das ist verdammt gruselig. Ich find das geil. Genauso wie das. Bro, keiner hat gerafft, dass das Dena und kein Pflaume sein soll. Bro, ich meinte noch so, ja, die raffen das. Keiner hat gerafft, Digga, die denken einfach alle, ich bin am Arsch.
Warst du da high? Nein, ich war nicht high da. Du bist seit 15 Minuten online und fragst, ob ein Roboter dir einen runterholen kann. Die wichtigen Fragen im Leben. Sorry, can you film me real quick? Hallo Freunde, heute sind wir in Nürnberg und ich zeige euch hier, wie man die Johanna lötet. Also, ihr hattet bis jetzt immer nur den dritten und den vierten Gang gesehen quasi, ja? Aber heute gehen wir den fünften und den sechsten Gang hoch. Also, ganz einfach, hier ist jetzt die Johanna, stellt euch vor, ne? Und dann sagt er, hey Shawty, what's up? Give me that ass, shake it for me, boom, Junge, so macht ihr quasi, ne? Das ist krass. Und dann dockt er an, ganz langsam, weil wir wollen noch nicht überhitzen. Wie geht's mal in den fünften Gang? Oh ja, Johanna, ganz schön macht er das. Ho, Johanna, Mensch. Genau, Freunde. Und jetzt gehen wir mal hoch in den sechsten Gang. Es ist bis jetzt der höchste Gang, den es gibt. Und dann fangt ihr so an. Hey, yo, Shawty, what's up? Oh, you're looking fine today. You're looking fine as hell, yeah. Und dann machst du hier so mal, batsch. Und dann fängst du aus. Oh, Johanna, Mensch. Jawoll, ey. Digga. Johanna, so machst du das ganz, ganz schön, ey, Johanna, ey. Mein Gott. Genau, Freunde. Und zum guten Abschluss sagt er, wow, Johanna. Jawollo, sehr schön, Johanna. Gut hast du das gemacht. Wow. Wunderschön. Wow. Genau, thank you very much. Digga, ich wünschte, ich hätte seine Skills. Dass mir einfach alles egal ist. Bro, Real Talk, ihr denkt gerade, was ist das? Aber Bruder, der Motherfucker hat, wie heißt das? Wenn man No Fucks gibt, er hat das hochgeskillt. Wir nicht. Also ich würde sagen, bei mir ist auch relativ, also guck mal, wie heißt das? Confidence? Nein, das heißt nicht Confidence. Wie heißt das? Schamgefühl. Ja, genau, pass auf. Bei mir ist das nämlich so. Schamgefühl. So. Hier ist 100%, also 100 Level. Hier ist ein Level. Okay? Und bei mir, ich hab legit zwei Seiten. Das ist kein Witz. Ja, okay, ich würde sogar sagen, bei mir ist mittlerweile, also einmal Offstream Hugo und wenn ich live bin. Und Offstream liegt es so ungefähr hier. Also es hat sich Retalk gebessert, glaube ich. Also mir ist wirklich alles egal mittlerweile. Aber wenn ich live bin, Digga, mir ist alles egal, glaube ich. Also fast alles. Fast. Aber auch nur, wenn dann auch andere mit mir sind. Wenn nicht andere mit mir sind, dann ist es tot. Ja, oder wenn ich im anderen Land bin alleine, dann ist auch. Ja, genau, wenn ich Ausland bin, Digga, dann ist mir alles egal. Könnte ich nackt rumrennen, ist mir egal. Auf den Kopf. Guck, dass keine Blase da ist. Ist, ja, keine Blase. Da auch keine Blase. Genau, keine Blase. Langsam öffnen. Sonst geht das weg. Ja. Bro, war das damals einfach ein Video, wie er den nass macht? Mir das Ding. Ah, guck mal, spritz mal deinen Honig hier hin. So diese Wampe. Nee, hoch, bisschen höher. Dass das runterkommt. Mehr. Mhm. Mach mal Vollgas. Ja, siehst du, jetzt sind wir drauf. Komm. So, und jetzt? Ja, das ist krass. Na gut, dann spritze ich jetzt, oder wie? Willst du immer noch ein Bootycall von Wichtiges Mutter? Bro, ich warte immer noch. Es kommt nichts an. Das war natürlich nur ein Spaß, falls Wichtiges Mutter das gerade sieht. Das ist nur ein Spaß. Es geht um Wichtiger AI und Wichtiges Mutter AI. Das ist alles so ein Spaß. Ich möchte nichts von ihnen. Ich möchte auch kein Booty. Nee, ich möchte kein Bootycall von ihnen. Ja. Genau. Und jetzt geht ihr hier komplett durch, oder was? Leute, was ist das? Das ist die Skibidi-Dibidi-B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 
Ey, aber guck mal, bei ihm, also guck mal, bei Paluten gehört ihm das jetzt schon. Checkt ihr? Mir gehört das gerade nicht. Niemand hat auch Bock. Ich hab bis jetzt in sehr großen Anführungsstrichen nur die Hälfte bezahlt. Auf die Dinger. Oh, zwei Spezi sind noch da. Wir müssen auf jeden Fall wieder auffüllen, Leute. Aber keine Äpfel. Snack-Experte Mini-Paluten hat da schon eine gute Idee. Tamam. Digga, da bin ich zweimal. What the freak? Was ist das? Dir geht es mental nicht gut und du müsstest dir eigentlich Hilfe holen. Digga, was ist das? What the fuck? Hä? Deutsche Depressionshilfe? Bruder, was? Die posten sowas? What the fuck? Was? Ich bin durch mit meiner Therapie, by the way, ne? Ich hab keine Stunden mehr. Ich bin durch. Schreib mich bitte auf ein Schild, das wäre voll süß. Samsam ist besser, dank mich am 7. Ich glaube, er gerade den Kill gemacht hat. Dieses Bild sieht so falsch aus. Ja, Digga, das ist wirklich krass. Running away is easy. Boah, da gehe ich heute in LOL rein. Schau über dem Shop der Name. Bring mir Bier mit, ist legendary. Bitte nicht. Ey, aber Basti spielt doch jetzt auch LOL. Also ist LOL ja jetzt angesehen, oder nicht? Also findet ihr das, was Basti gestern gestreamt hat, scheiße? Habe ich das richtig verstanden? Wow. Nee, wir spielen aber jetzt Minecraft. Ich hab Bock auf Minecraft. Ich hab gestern gesagt, wir spielen Minecraft. Digga, irgendeiner aus dem Chat, ich weiß nicht mehr wer, hat mich komplett verarscht. Bro, irgendwer aus dem Chat meinte, ich hätte Panelfeld für 22 Uhr gebucht und deswegen bin ich früher offline gegangen. Nur um das zu realisieren. Ich war so richtig im Stress, so, oh, scheiße. Digga, da realisiere ich. Bro, ich habe für 22.30 Uhr gebucht. Ich hätte noch weiterspielen können.